Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Es gibt mal wieder ein FAQ, kein VAQ, kein WAQ, wie ich das damals ausgesprochen habe, ja. Und zwar kriege ich aktuell wieder, meine Güte, das ist glaube ich die Top 1 der meistgestellten Fragen an mich aktuell, ja. Schmitti, warum wird bei dir gebohrt? Jetzt seid bloß ruhig, Alter. Gott sei Dank ernst. Alles klar. Schmitti, was ist dein Lieblingstabak aktuell? Ja, diese Frage kriege ich, glaube ich, in jedem Livestream, auf Instagram, auf Facebook, per Brieftaube. Ey, okay. Ja, Freunde, wo habe ich ihn denn? Also, gibt eigentlich aktuell nur ein paar, die ich persönlich rauche. Also persönlich mega feier. Das ist einmal der Adaya Love 66, den es auch in meinem Shop gibt. Einfach überragend, ja. Wenn ihr euch fragt, nach was schmeckt der, guckt euch bitte mein Video dazu an. Auf YouTube, das habe ich gemacht. Also Adaya Love 66, ein Traum hoch 50, ja. Dann, Klassiker, Adaya Green Lemon Mint. Feiere ich eigentlich zurzeit auch mega. Was habe ich letztens noch geraucht? Der Kollege darf hier natürlich nicht fehlen. Ja? Blueberry Vanilla Ice Cream. Schon wieder ausverkauft, Freunde, in meinem Shop. Ja? Ich habe so viele Dosen bestellt, Alter. Und jetzt sind die schon wieder leer. Ansonsten, wie ihr vielleicht sehen könnt, ich bin ein kleiner Junkie. Manche fragen sich, yo, Schmitti, was mit dir los, Alter? Warum säufst du so viel Energy? Das ist natürlich nicht alles meins. Ja? Wir haben viel getrunken mit dem Max in dem Twitch-Livestream. Hier noch kleine Werbung zwischendurch. Aktuell streame ich sehr viel, meine Freunde. Was haben wir sonst noch? Natürlich, was rauche ich? Ach, wir machen halt mal ein kleines Vlog-Ding draus, ja. Was gibt's bei mir sonst noch so? Natürlich, Überklassiker. Gott, sieht's hier aus. Was gibt es noch? Alfache Doppelapfel, ja. Schön breitbeinig sitze ich hier, kein Problem. Was haben wir denn da noch Schönes hier drin, Leute? Das kennt ihr ja schon. Ist langsam ganz schön wenig geworden. Was rauche ich noch? Eisbonbon Adaya, auch sehr, sehr lecker. Blaubeere Minze von Adaya rauche ich. Traube Minze aktuell nicht mehr so. Dann den Eisbonbon von Alvaha habe ich noch. Memories geht ab und zu mal immer wieder klar. Amy Gold Purple. Ja, das war's eigentlich. Also aktuell rauche ich gar nicht so viele Sorten. Wie gesagt, Green Lemon Mint, Love 66, einfacher Doppelapfel. Geht auf jeden Fall klar und rauche ich auch mega viel, Freunde. Was gab's noch für eine Frage? Die hatte ich doch erst letztens. Was war denn hier? Moment. Ach so, ja genau, ist mir gerade frisch eingefallen. Ist ja schon wieder weg, Alter. Habe ich Alzheimer, oder? Genau, ganz viele fragen auch, was ist eine gute Pfeife oder eine gute Anfängershisha? Leute, hier nochmal, schreibt es euch hinter die Ohren. Amy 440, gibt es auch bei mir im Shop, 40 Euro, also unter 40 Euro, 39,90. Ist in meinen Augen die beste Anfängerpfeife, ja? Klein, kompakt, könnt ihr mit nach Hause nehmen, könnt ihr auf dem Schreibtisch stellen, könnt ihr mit maximal zwei Leuten rauchen und 40 Euro easy, Freunde, ja? Ich möchte die Frage nicht mehr sehen, was ist eine gute Anfängershisha oder was ist eine Shisha bis 40 Euro, ja? Also im Stream, ich weiß es nicht, ob ich jeden Tag ein Video machen muss, ja? Aber okay. Ja, mein PC-Equipment fragen auch ganz viele. Aber dazu kommen wir, denke ich mal, zum gesonderten Video. Wenn ihr ein bisschen was wissen wollt zu meinem PC-Equipment, was habe ich, pipapo, schreibt es unten in die Kommentare rein, da werde ich noch ein extra Video machen. Und dann kommt noch ganz oft die Frage, ja, was ist ein guter Anfängertabak, ein leichter Tabak, der Hitze verträgt, der gut schmeckt. Freunde, Alvaha und Adaya in meinen Augen, ja, ist meine Meinung. Andere können Alajami rauchen, Ultimate, Alfaha, irgendein anderen Zeug, ja. Meine Meinung, Adaya und Alvaha sind in meinen Augen die solidesten Sorten. Das ist jetzt meine Meinung.
jeder kann gerne eine andere Meinung haben, aber das ist so, das rate ich jedem, ja. Ich rate auch jedem, den Kaminkopf bei mir zu holen, den Hasan Pascha 1.0. Den feiert jeder. Also jeder, der mich fragt, yo Schmitty, was kannst du für einen Kopf empfehlen? Tonkopf El Nefes oder mit Kaminhütchen von mir im Shop. Jeder ist zufrieden. Was soll ich dazu noch sagen, Freunde? Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich werde jetzt noch mein Frühstück hier aufessen. Und dann werde ich das Video jetzt gleich hochladen. 15 Uhr ist gleich wieder. Beziehungsweise ihr seht das ja jetzt. Also ist bei euch schon nach 15 Uhr. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns am Sonntag. Beauty Palace ist wieder am Start. Ich habe eine kleine Idee. Will ich wieder raushauen. Fremdschämen for the win. In diesem Sinne, Freunde, heute mal ein entspannteres Video. Nicht viel Faxen gemacht, ein bisschen gequatscht. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt für ein FAQ-Video, unten in die Comments. Und ja, ich esse jetzt noch auf. Und viel Spaß beim Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat, auch wenn es heute mal nicht so cool war. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt, meine Freunde. Würde mich freuen. Und wir sehen uns am Sonntag. Schönen Start ins Wochenende. Haut rein. Ciao, ciao.